Guten Morgen, liebe Womoklick-Freunde. Ihr seht, ich bin hier in einem Büro. Der Manfred ist hier und wir sind hier in den Räumlichkeiten von B26 in Schwäbisch Gmünd. Und der Manfred erzählt ganz kurz, was B26 ist. Ja, die B26, das ist eine Oldtimer-Fabrik, wo Oldtimer stehen, Oldtimer repariert werden und wo man sehr, sehr gut essen kann, frühstücken kann und man hat hier ein tolles Erlebnis und es gibt einen sensationellen Kaffee. Ich kannte das noch nicht, ich wurde aber hierhin eingeladen und ihr seht, hier hat es Pläne. Und wenn ich da mal ein paar Stichworte zeige, die Abenteuermesse oder mitten in Deutschland, dann Camper und Van, dann hat das etwas mit Wohnmobilen zu tun. Und Manfred, was soll ich bei dir zuhören? Wir planen eine Messe für Caravans, für Vans, mitten in Deutschland. Und zwar nicht mit einem normalen Messecharakter, sondern eine richtig tolle Erlebnismesse, wo das Abenteuer im Vordergrund steht, wo man Live-Cooking, wo man das Lagerfeuer machen kann. Und wir haben eine derartig tolle Idee kreiert, setzen die jetzt um und wir werden im September im nächsten Jahr diese Messe mitten in Deutschland als Erlebnis- und Adventure-Messe durchführen. Aha. Und wenn man jetzt da, wir wollen es farbig sehen, hier ist das ganze Messegelände von Fulda. Wie viele Quadratmeter hat das? Also wir haben insgesamt 70.000 Quadratmeter und wir werden dort mit mobilen Hallen agieren. Und vor allen Dingen, was wir auf dem Gelände haben, wir haben einen Offroad-Park. Und bei uns kann man dann live auf dem Messegelände, kann man dann im Gelände selber, im Offroad-Bereich, den Camper oder den Van mal testen und auch auf dem festen Untergrund. Wir haben eine Teststrecke mit dabei, wo man das live alles erleben kann. Also rund um das Thema Camper in Van werden wir etwas darstellen und es soll ein tolles Erlebnis, ein tolles Abenteuer für die Besucher werden. Jetzt, wenn ich aber dir zuhöre, dann gilt das nur für die Vans, aber ich glaube, die Wohnmobilisten allgemein sind doch hier gefragt. Ja klar, also wir fangen jetzt mal an mit den Camper und mit den Vans, aber unser Ziel ist auch, dass wir die größeren Wohnmobile in der Zukunft bei uns auf dem Gelände haben werden und sind auch davon überzeugt, dass es in diese Richtung sich entwickeln kann. Jetzt sind natürlich viele Aussteller gefragt, die ebenfalls Freude daran hätten, irgendwo sich hier hinzustellen. Ich rede jetzt gerade einen an, Klaus Hühnerkopf, für dich ganz interessant, da müsst du irgendwo eine Fläche mieten und deine Produkte zeigen. Und dann denke ich vielleicht noch an den Vogtfolientechnik, da könnte man doch noch ein Wohnmobil hinstellen, das schön foliert wurde. Da gibt es viele, viele, die wahrscheinlich gerne dann nach Fulda kommen und die Idee ist ja, eine Messe zu kreieren, die man dann jedes Jahr wieder zur gleichen Zeit hat, nämlich im September, oder? Ja, wir wollen es auf jeden Fall immer im September durchführen, Mitte September. Der Monat eignet sich ideal dafür, eine Camper-and-Van-Messe zu kreieren, denn der Monat ist vom Wetter her relativ stabil und vor allen Dingen haben wir auf dem Gelände und direkt am Gelände die Möglichkeit, dass die Besucher, die zu uns kommen mit ihren Vans und Campingmobilen, direkt dort übernachten können. Das würde heißen, es gibt auch in Fulda einen P1, wo man sich richtig wohlfühlt, so wie in Düsseldorf. Es soll zwar keine Kopie von Düsseldorf oder Stuttgart sein, sondern eine eigene Messe, die sich inmitten von Deutschland behaupten soll. Also ich würde mal sogar sagen, es wird eine P1-Fläche plus werden, wo das Erlebnis absolut im Vordergrund stehen wird. Und ich hoffe, dass sehr, sehr viele kommen werden und sich dort über das gemeinsame Hobby und das Thema austauschen können. Also Manfred, mehr erzählen wir noch nicht. Wir sind noch an der Planung, mit dabei natürlich auch Womoklick. Und wir freuen uns dann schon wieder etwas bekannt zu geben, sobald wir mehr wissen. Und wir wissen mehr wahrscheinlich schon im November.
Ja, wir machen offiziell am 8. November eine Presseveranstaltung auf dem Gelände. Wir werden Fahrzeuge dabei haben und es wird ein Fernsehteam dabei sein und wird auch darüber einen Film drehen und berichten, was wir vorhaben im September im Jahr 2022. Super, freut mich und ihr könnt euch auch schon freuen auf Fulda, mitten in Deutschland, auf die Abenteuermesse.